Alrighty, sehr liebe Leute und damit herzlich willkommen zu einer Folge Shakes and Fidget mit mir, Bastian. Wir sind auf Server Europe 9. Im Hintergrund werden ein paar Dungeons gelegt. Ich hatte schon mal offscreen was gemacht. Und 244 an, jetzt 247. Da geht noch ein bisschen was, denn ich möchte einfach mal ein bisschen drüber reden, wie ich so diesen Server hier erlebe. Der Server ist jetzt grob 5 Wochen alt und ich hatte ja eh vor. Also ich habe immer gesagt, ich spiele diesen Server nur bis zum, ja wahrscheinlich bis zu Server Europe 10 beziehungsweise Helveta und das Ganze wird sich ja sozusagen decken, da ja beides stattfindet, also Server Europe 10 Start mit dem Helveta, sprich für mich Europe 9 Helveta wäre noch dabei und danach ist zig. Dennoch weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass es halt tatsächlich auch EU 9 ist. Es ist ja mittlerweile so, dass ich bei Asen als zweite Gilde reingejoint bin, weil ja die erste Gilde in der ersten Woche sich schon komplett zerschossen hat mit irgendwelchen Fusionen. Und ja, auch wenn ich die letzten 2 Wochen ein bisschen ruhiger unterwegs war, ne, weshalb jetzt ja auch tatsächlich ein paar Dungeons mal überfällig sind, ist jetzt hier auch wieder ein bisschen was passiert, eine Art Allianz. Und da sind einige höher gelevelte Spieler jetzt eben gewechselt von Asen und ich glaube, dass danach, so wie ich es mitbekommen habe, ich schildere das nur, wie ich das jetzt sehe, ein paar Spieler dann auch gelieft sind, weil nicht gleich wieder die Gilde voll war. Gerade jetzt, wo ich das Video aufnehme, sind 45 Leute in der Gilde und es wird im Gildenchat so ein bisschen darüber geschrieben, was die Gründe sind und wie auch immer. Und ich hatte auch ein paar eingeladene Spieler gesehen, die gar nicht bei uns reingejoint sind. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich mich mit dem Server entfernt verknüpfe. Ich auch in den letzten Servern, ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen ein Phänomen geworden, dass Gilden doch eher Probleme bekommen oder Versuche wagen, um höher in die Ehrenhalle zu kommen. Das ist jetzt nur mein Eindruck, ja. Also ist auch keine Kritik jetzt irgendwie. Also ich denke, dass Asen definitiv stabil bleiben wird, Stand jetzt. Ich wünsche es den Leuten da auch, die auf jeden Fall noch dabei sind. Mir kommt es so vor, als wenn das wirklich jetzt gang und gäbe ist, dass man relativ schnell solche Schritte wagt. Und meistens ist es so, dass die, zum Beispiel, man hat es ja gesehen, ne, in der ersten Woche die Gilde, wo ich beigetreten war damals, die hatten sowas auch vor und ist komplett schief gegangen. Die Gilde hat sich aufgelöst dadurch. Ja, aber weil es einfach gar nicht gut kommuniziert war, dies, das. Bei Asen ist es jetzt schon besser. Es wurde da auf jeden Fall mehr kommuniziert, wurde auch ein Discord, auch von den Leuten, die ursprünglich dann von der anderen Gilde waren, wurden dort Nachrichten geteilt. Also ich denke, das ist relativ besser strukturiert gewesen, weshalb ich auch denke, dass Asen stabil bleibt. Dennoch gibt es dann halt immer wieder die Leute, die dann plötzlich dann wieder andere Wege gehen und dadurch sich das ganze Konstrukt ein bisschen verändert. Also mittlerweile sind Krieger, die ich von Anfang an verfolgt habe, jetzt in verschiedensten Gilden untergekommen, in den Top-Rängen und Asen hat davon natürlich jetzt nicht profitiert und ich finde es ein bisschen schade, ich finde es wirklich schade, dass eben diese Schritte gegangen werden müssen oder dass man sich genötigt fühlt, das zu tun. Also ein Serverstart, wo man wirklich 50 Leute hat, bestenfalls, die dann mal über wenige Monate wenigstens spielen, das ist mir relativ selten vorgekommen. Es gibt's nie, ich kenne ja Shakes and Fidget, ich kenne auch Shakes and Fidget früher, das war immer ein Problem, aber ich habe das Gefühl, dass es aufgrund dieser schnelllebigen Level-Progress-Zeit auch, ja, also die Spieler brauchen nicht mal 2 Wochen, um ein hohes Level zu erreichen, wo man früher ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr gebraucht hat. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Nebeneffekt ist, dass sich dadurch schneller Gildenkonstrukte auch wieder auseinanderführen, Spielergilden verlassen. Das Thema Loyalität ist nicht mehr so wertig wie früher, weil natürlich auch Funktionen innerhalb der Gilde schon lange jetzt nicht mehr verbessert wurden, um dem Ganzen vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken. Und ich finde es prinzipiell schade. Es gibt viele Gilden, die ich wahrscheinlich gar nicht sehe, die das auch immer betrifft. Und da rede ich jetzt nicht über 1-2 Leute, die abgeworben werden,
weil es sind auch teilweise Entscheidungen, jetzt nicht auf Asen bezogen, aber wo halt Gildenleitungen dann vielleicht auch Fehler machen oder aus Übereifrigkeit Entscheidungen treffen, die dann nach hinten gehen. Und ja, es gibt immer Gilden, die sich relativ gut halten auf ihrem Server, aber es gibt halt dann immer auch die Beispiele, wo es nicht so gut läuft. Und ich meine, selbst auf EU5 haben wir das erlebt, dass man halt selbst durch weitestgehende Planung vorher nie wissen kann, wie sich der Server entwickelt. Und ja, das Ziel sollte wirklich sein, dass man immer einen Plan hat, dass man immer Leute um sich hat, wo man weiß, dass man ja, denen vertrauen kann. Und ich denke, da macht es heutzutage Sinn, wenn ich denke jetzt an Spiele, die die Erfahrung nicht haben, die viele Spieler haben, die die letzten Serverstarts mitgemacht haben, ja, die vielleicht denken, ist das denn normal in Shakes & Fidget? Und ich finde nicht, dass das normal sein sollte. Und ich kann dadurch nur jeden Einzelnen empfehlen, der vielleicht in einem der zukünftigen Server oder auch der letzten Server eine Gilde sucht, dass man sich ein bisschen auch drüber informiert, gibt es denn zu der Gilde eine Historie zum Beispiel? Gibt es Gilden, die schon auf anderen Servern gezeigt haben, dass sie was Gutes erreichen können? So zum Beispiel auf EU10 werde ich ja beim Königreich spielen und ja, die Entscheidung ist jetzt auch daraufhin basiert, weil erstens ein Kern der Leute schon länger zusammenspielt. Ich habe mit denen auch auf alten Servern gespielt und man sieht es halt auch schon dann in deren Discord, dass dort, sag ich mal, auch ja, eine lockere Kommunikation herrscht, die jetzt serverübergreifend funktioniert. Und es gibt andere Gilden, die auf EU10 spielen werden oder Communities, wo man davon ausgehen kann, ja, das wird laufen. Ja. Ihr, wenn ihr euch eine Gilde sucht, solltet euch das wirklich auch zu Herzen nehmen, da vielleicht, wenn ihr darauf Wert legt. Es kann auch sein, dass ihr sagt, oh, mir egal, ich gucke einfach, wie es läuft. Ne? Dann ist es kein Ding. Aber ich kenne Spieler, die sind tatsächlich ein bisschen erschrocken über manche Dynamiken, die sich ganz schnell auf neuen Servern ergeben haben. Also da habe ich Nachrichten gelesen in den letzten Monaten, wo ich teilweise gesagt habe, nein, das ist nicht normal. Es ist nicht normal. Es gehört dazu, ja. Es kann immer wieder passieren, ja. Aber es ist eigentlich nicht normal. Oder es ist nicht gedacht, so normal zu sein. Und ja, ich hoffe daher, dass gerade die Gilden, die das immer dann auch betrifft, dass die sich halten können. Auf EU 8 habe ich jetzt in dieser Zeit wie auf EU 9 das so nicht erlebt. Klar gab es da auch Up and Downs und so, ne, ist ganz klar, aber da ist eine relative Konstanz oben gewesen und ja, was sich schon an möglichen Top 5 Gilden in EU 9 jetzt schon verabschiedet hat, das ist verhältnismäßig ein bisschen gröber. Aber es kann halt auch sein, dass es halt so ein 9er Server ist, kurz vorm runden Server, dass es da ein bisschen extremer wieder läuft und dass wir das auf EU 10 nicht erleben, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, zumindest ist im Vorfeld von EU 10 ja schon auch einiges passiert. Gilden, die geplant waren, sind zurückgezogen worden. Das hat mehrere Gründe. Und jetzt teilweise im Discord werden Gilden oder Spieler gesucht für Server, die gar nicht EU 10 sind. Normalerweise waren dann immer alles voll mit den neuesten Server. Ich meine, es ist noch ein bisschen Zeit, das kann sich noch ändern. Aber ja, EU 10 wird ein guter Server sein. Wie stark und wie stark in der Spitze oder wie breit er in der Spitze sein wird, das ist schwierig zu sagen. Ich hoffe einfach nur, dass ja, dass das Königreich auf jeden Fall stabil auftreten wird, zumindest in den ersten Wochen, ja, dass da nicht so eine Auf- und Abfahrt gibt wie auf EU9, weil dann würde ich mich persönlich drüber freuen, dass es da ein bisschen entspannter ist. Das war's dann erstmal. Von mir, ich wünsche euch was, haut auf jeden Fall rein, macht euch tschüss und servus, euer Basti.